So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Aliens vs. Predator. Und zwar haben wir ja, sind wir jetzt hier in den Tempelruinen und ganz viele, Alter, ganz viele Kack-Aliens verfolgen uns einfach. Und wenn wir einen tot schießen, kommen mir sofort zwei neue nachkommen und es ist echt tierisch nervig auf Dauer. Also es geht mir schon so dermaßen auf den Sack, das Ganze. Es ist gar nicht mehr beschreibbar, wie es mir auf den Sack geht. Warum hast du Kack? Irgendwie kommen die mir schneller vor als sonst. Ey, die sind einfach schneller als vorher oder so. Kann es sein, dass die generell schneller sind, geworden sind? Ach, da vorne ist der Gang. Geht mir so auf den Sack, dieser Kack-Elend. Ganz ehrlich, ey. Ich glaube, das ist jetzt der letzte oder so. Den hab ich Ende, glaube ich. Gott sei Dank, endlich mal Ruhe hier. Ich denke mal, es ist jetzt Ruhe. Ich mache auf jeden Fall schnell. Weil jetzt können wir immer weiterkommen, die Aliens. Und jetzt hackt mir die Tür. Anscheinend kommen jetzt keine mehr nach. Ist wieder ein Vorteil für uns. Und wir können endlich diese Türe öffnen. Ja. Nee, ist es jetzt die Arena? Ach nö. Ach nö. Nee, ich will nicht. Ach nö. Nein, nicht hier. Ja, Gott sei Dank nicht solche schwulen Kack-Aliens. Die mir die ganze Zeit auf den Sack gehen, ey. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wo muss ich denn hin? Hoch oder runter? Ich glaube, er muss hochgehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich höre die ganze Zeit diese Alien-Geräusche. Die machen es jetzt auch nicht gerade besser. Ach, ich muss das halten, ist so simpel war's. Alter, ein Predator! Der hat mich einfach runtergeschmissen, das Arschloch. Super. Jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Und drei Munition. Klasse. Klasse. Jetzt gegen ihn kämpfen, ey. Super. Nachdem ich so angepisst bin, ey. Gott sei Dank kommen auch keine Kack-Aliens die ganze Zeit runter. Wenn wir so auf den Sack gehen. Ist klar! Was bedeuten die Lebensanzeigen überhaupt da, die ganzen? Ich verstehe die echt nicht. Jetzt vor mir oder hinter mir?
Kann es sein, dass das mehrere sind? Oder dass auch nur die Aliens hinter uns her sind? Noch? Kann das auch gut möglich sein? Ach, denn ist der. Also der Predator ist eigentlich ziemlich einfach. Hoffe ich mal. Dass er dann übelst schwer ist auf einmal. Da oben ist er. Gut, ich glaube, das eine ist unsere Lebensleiste und das andere seine. Er müsste hier ganz in der Nähe sein. Ich glaube, das war der auch letztens. Und das ist dieses Gewehr. Das, glaube ich, ihn sichtbar machen kann. Oha! Ich glaube, wir haben jetzt in einen kritischen Punkt versetzt, in dem er uns jetzt jagt. Hä? Ich glaube, der jagt uns jetzt oder so. Hat voll Schiss jetzt irgendwie. Kacke, ich sehe ihn auch gar nicht. Also ich weiß auch nicht, wo er ist. Man sieht jetzt auch nicht, wo er ist. Ist ein bisschen kack. Wo ist dieser Alien? Also der Predator. Hä? Soll der vor mir sein oder wo soll der sein? Da oben. Ach, da treibt er sich rum. Und so. Alter, er verwirrt mich voll der Arsch. Yeah, wir haben ihn besiegt. Puh, ich glaube, das war's aber noch nicht. Nee, war's auch noch nicht. Töten Sie den Predator. Ah, cool. Haben wir's doch geschafft. Some of the arena spikes retracted when that creature died. There should be a way up. Okay, es müsste einen Weg nach oben gehen. Den ich gerade suche und hochgehe. Ah, genau, hier. Und hier müssen wir eigentlich rein. Und wir hauen uns einen Anreger rein, damit wir den aufnehmen können. Und dann hacken wir mal die ganze Konsole, damit wir gucken können, was wir jetzt machen. Suchen Sie in der Kabine. Sie ist am Leben. Okay. Sie lässt uns jetzt hier rein. Bereich hinter den Wänden. Was für Wände? Hier hinten vielleicht?
Ich bin extra ein bisschen ruhiger. Boah, der hat mich voll überrascht gerade. Der Wayland ist das, oder? Mein Gott, hier sind... Gott, hier ist ein ganzes Nest. Das ist eine ganze Zuchtstation, ey. So, nachladen und schön chillig reingehen. Ich bin gespannt, was mich hier erwarten wird. Ich bin echt aufgeregt, was es das auf sich hat. Und ich bin mir bestimmt schon sicher, es hat was mit den Aliens zu tun. Hier ist sie! Alter! Wir haben sie gefunden! Wir müssen sie retten. Hoffentlich können wir sie retten. Schaffen Sie die Kill aus den Ruinen. Hä? Ach, ich muss sie jetzt hier befreien. Oh, Baby, komm mit. Wir sind jetzt hier raus, wieder. Lass mich mal vorlaufen, Baby. Lass mich vorlaufen. Ja, es war der Chef. Ja, das glaube ich dir, dass du sowas noch nie gehört hast, Schätzchen. Na, Baby. Komm mit, Baby. Haben wir schon alle eliminiert? Guck, das wäre aus dir geworden, wenn ich aufgepasst hätte, das Baby. Ja, ich. Ich glaube, unser Rookie outlasted all those other tough hombres. Guess you were born to do it, huh? Ist das nicht die, die wir am Anfang gesehen haben? Nee, ne? Das wäre eine andere. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir die retten, ob die überhaupt noch zu retten ist. Kommst du mit? Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Hurry, Private. I don't know how much longer the corporal has. Wir haben sie gleich. We're moving, all right? And it's Tequila. You can call me Tequila. Tequila ist das, okay. Wir wechseln aber auf die andere Waffe. Auf die hier. I've placed an objective marker on your heads-up display. Rookie. Da war gerade ein Alien. Was ist los? Hat der Alien dich schon gefressen? Komm, geh vor. Wir können es zusammen schaffen. Zusammen schaffen wir das. Wir müssen... Okay, ein Alien geht von uns weg. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, das überlebt die. Aber hier rauszuflüchten... Wo sollen wir überhaupt hinflüchten? Wir sind ja durch die Kolonie gelaufen. Super, und jetzt sind wir hier. Wo der Predator war. Eskortieren Sie Tequila zur Sicherheitstür.
Wahrscheinlich ist es dann das. Alter. Nein. Geh weg, geh weg. Nein. Ich habe meinen Anreger reingeschmissen. Jetzt hau ab. Ey, kann man nicht mal rennen oder was ist das hier für eine schwule Kacke? Unterstütz mich mal hier. Kleines, unterstütz mich doch mal. Kommst du mit jetzt zur Tür? Komm mit, weil ich habe langsam keine Munition mehr. Oh Gott. Jetzt muss ich... Soll ich die Tür denn aufmachen? Ach so. Ach, das kann sie machen. Gehen wir. Eskortieren Sie Tequila zur Sicherheitstür. Bin gespannt, was jetzt uns erwarten wird. Und das war's jetzt auch schon wieder. Wir haben Tequila eskortiert. Ich würde sagen, komm, wir machen einfach mal weiter. Aber nee, wir machen jetzt Ende. Tschüss.